So, Hallihallöchen, Hänsepedia, willkommen zurück zu Let's Play Trine 5. Das geht vorbei. Dann zeigt mir mal diese Pfeile. Ihr müsst ein paar bodenlose Löcher überqueren. Bodenlos ist ehrenlos, meine Freunde. Ach, kein Problem. Das kann ich euch versichern. Oh. Hui. Ja, wir können nämlich nice schwingen und... Ja, ja, da leuchtet es grün. Ich hab's genau gesehen. Zack. Au. Stacheln tun tatsächlich doch arg weh. Können wir das... Nee, wegschieben können wir es nicht. Hallo Bücherwurm, schießt ihr nochmal auf mich? Das tut mir leid. Ich dachte, es kann nichts passieren, wenn ihr mit euren Kräften angegeben habt. Aber ihr blutet trotzdem. Naja. Kein Ding. Ah, oh Gott, ich dachte nicht, dass die Reichweite bis dahin hält. So. Dann können wir hier hoch. Hui. Ich tippe echt darauf, dass es Brandpfeile sind. Wow, wow, wow. Nehmen wir uns mit. Wuhu. Okay. Ich habe die Sprungtaste zu kurz gehalten, dadurch war es halt ein Minisprung. Ja, Soja schwingt sich durch die Lüfte und macht einen zu kleinen Sprung und stirbt. Yay. Die Statue sieht aus wie eine riesige Spinne. Die letzte von der Größe war nicht besonders verschmust. Wir haben ja ein bisschen Wasser, das ist uncool. Wie schießen wir denn jetzt am besten? Wir müssen das oben in der Mitte anzünden als nächstes. Ja. Dann... Ich glaube... Ich komme da nicht hoch, ne? Oder? Komm ich. Kann ich mich nicht hier festhalten? Ne, ich kann mich nicht festhalten. Ihr seid stärker als Wasser! Verdammt. Okay, dann. Oh, das war gar nicht so schlecht hier. Wir müssen es genau rausfinden, wie das. Muss ich hier durchschießen? Oder so, dass es dann zurückkommt? Ich würde echt gern von einer anderen Position ausschießen. Wir haben hier noch was Schräges. Ah, so über das Rohr schießen. Okay. Und... Feuerpfeil, Elementarpfeil, Elementar. Oh, hallo, meine Hübschen. Zwischen... Gleich beide. Oh, geil, Feuer und Eis. Okay, alles wieder ausmachen. Aber der Dreifachschuss geht halt nur mit den Standardpfeilen. Nice. Alles klar. Wir haben einen... Wir können ganz normal runter, oder? Ja, ist Wasser. Das ist auch richtig schön reingeführt hier in das Ganze. So immer die perfekten Stellen, um hier gleich eine Einweisung zu geben. Also, das haben die in Trine hier wirklich gut gemacht.
wann die Einweisungen kommen, wie sie kommen. Die sind schon recht natürlich in die ganze Szenerie eingebaut. Und... Ah, wir haben nur einen. So, zwei. Gut, dann schwingen wir uns da durch. Wir können uns da festhalten. Turn aber einmal die Wippe. Ah. Stimmt, Objekt einfrieren gibt es auch noch. Oh Gott, es gibt so viele Variationen. Auch hier. Ja, also perfekt. Oh Gott. Ich habe außerdem die Leertaste gedrückt. Entschuldigung. Auch hier ist es so natürlich eingebaut. Hier gleich der Tipp mit hier. Das kannst du alles mit dem Zeug machen. Merkst dir. Weil, okay. Den Tipp zu geben, dass es wieder auftaut, ist eine Sache. Aber das mit dem Einfrieren, ja, das muss eigentlich gegeben werden, weil ohne ist es schon echt mies. Aha. Spinne? Ich will gar kein Feuer machen. Oh Mann. Kann man noch irgendwas aufschießen? Ich habe neue Pfeile. Aha, ist ja wunderbar. Wir könnten sie in irgendein Loch schießen und dabei gleich noch ein paar tausend Kisten hinterherwerfen. Ja, neue Pfeile braucht das Land. Oh. Ah, Moment. Oh, was war da? War das eine Wasserschlange? Noch mehr Monster in der Dunkelheit. Was das auch ist, es kann auch nichts mehr retten. Ah. Zack. Hui. Ach, es ist so toll. Es ist so wahnsinnig toll, hier in Trine rum zu experimentieren und das alles mitzuerleben. So, flieg, du bist frei. Du bleibst offen. Dann bleiben wir doch bei unserem kleinen Floß bis zum fast bitteren Ende. Bis quasi hierhin. Jetzt macht man sich natürlich auch echt in den früheren Gebieten einfacher mit den Feuerpfeilen. Oh Gott. Du hast dich gerade bewegt, oder nicht? Ja. Dann muss man hier einfrieren. Hier oben ist auch schon wieder was. Das heißt, wir können eine entspannte Brücke bauen. Und noch eine Brücke bauen. Nee, mach mal eine Kiste. Und dann fliegen wir rüber. Oh, Es fließt noch kein Wasser. Wenn Wasser fließt, dann von oben. Das heißt... Hui! Nee. Kann man das irgendwie so durchbacken? Nein. Aber man könnte theoretisch doch... Irgendwie mit einer Planke, oder nicht? So, ups. Ha. Nicht das, was ich genau will. Nee, fließt nämlich in die andere Richtung. Wir hatten ein Rohr zu wenig.
Das wäre ja ganz cool, wenn wir mit Pontius jetzt drunter stehen können. Also im Koop-Modus gut. Im Singleplayer schlecht. Da haben wir nämlich nur eine Person. Irgendwas, irgendwie ein Tipp, was wir einfrieren können. So, eigentlich. Das Wasser lässt sich nicht einfrieren. Nee, oh Gott. Das kann ja gar nicht hoch. Hier kann er irgendwas schweben lassen noch scheinbar. So, ja, Doppelgänger. Oh, mächtige Elementarpfeile. Pass auf, sie sind mächtiger. Wenn Gegner von Eispfeilen getroffen, frieren sie ein, werden langsamer. Wenn sie vernichtet werden, frieren sie auch andere Gegner ein. Mit Feuerpfeil gibt es eine Explosion. Das ist cool. Okay, er hat auch irgendwie zwei Sachen. Können wir damit was anfangen? Können wir... das so irgendwie geradlinig hinbiegen? Ah! Ja, ein bisschen um die Ecke denken. Aber der Schatz gehört da mit uns. Sieh mal seinem Vogel weh. Vielleicht trägt er eine Seele bei sich. Ein altes Sprichwort. Habe ich noch nie gehört, aber ey, wird so sein. Vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Was hier? Okay, dass ein Feuerfass da rauskommt. I mean, bumm. Du bist zu nass. Ah, das obere aber nicht. Oh. Dann gibt's da oben aber noch was zu holen. Ja, ja, ja. Oh. Jetzt fließt hier aber noch kein Wasser. Jetzt schon. Da oben leuchtet's und hier hat's zwei Erfahrungen. Oh yes. Die 5er Erfahrung ist unser und... die zwei auch noch. Stabile Sache. Wir haben einen dubiosen Schalter, den wir nicht betätigen können. Machen wir noch mehr Wasser. Das gibt nicht genug. Rechts müssen wir das Wasser scheinbar ablassen gleich. Ja. Gut, alles klar. Wir übernehmen Marios Job und Klempner ein bisschen. Hätte Klempner werden sollen. Amadeus der Klempner. Klingt gut. Ich mache mit. Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt noch einen Ritterstand gibt. Ihr könnt Karrierepläne schmieden, sobald wir Sunny und Goderic erledigt haben. So, warte, war nicht hier noch irgendwie ein Pfropfen? Ja. So. Wenn wir schon kein... Boah, da wir schwimmen wahrscheinlich in so heftigem Güllewasser. Wenn wir schon kein Brandfässer haben, dann muss man so durch. Eine Schildkröte. Hallo, Freund. Hallo, du. Freund? Kerlchen. Vielleicht enden wir genau. Oh Gott, wir brauchen Luft. Vergessen in der Dunkelheit. Alles. Boah, das ist wirklich ins Güllewasser. Ihr zwei solltet versuchen.
mal wieder ein bisschen runterzukommen. Oder so, ja, das war schon hart eklig, ne? Will ich nichts sagen. Okay, ich würde sagen. Ich weiß nicht, wie weit wir im Level sind. Was soll das? Wir hören hier noch zu. Hier nicht weg. Was ist mit meinen Kindern? Du kannst sie nicht retten, wenn du im Kerker sitzt. Pontius, habe ich recht? Stimmt wohl. Lasst uns einfach weitergehen. Oh, hier ist noch was. Ah. Nehme ich mit. Gut. Hier geht's im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.